Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe der OV-Videowochenschau. Fechter Student gewinnt Musterprozess gegen Bundesrepublik. Der junge Mann aus Löning fühlte sich bei der BAföG-Rückzahlung benachteiligt. Sein Fechter Anwalt gewann das Verfahren in allen drei Instanzen. Der Staat rechnet nun mit bis zu 220 Millionen Euro Mehrkosten. Die Deutsche Milchkontor Group investiert am Standort in Holdorf. Die Kosten für die Erweiterung bis 2019 beziffert die DMK mit einem einstelligen Millionenbetrag. Geplant sind zunächst die Aufstellung weiterer Milchtanks und eine neue Produktionslinie. Weitere Infos zu diesen beiden Themen gibt es am Freitag in der OV. Die Urlaubsplanung ist fast abgeschlossen. Eins fehlt noch, die OV muss noch mit. Und wie das funktioniert im Urlaub und wie das ganz bequem möglich ist, auch im Urlaub, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach auf www.ov-digital.de unseren Reiseservice aus, dort den Zeitraum des Urlaubs angeben und schon geht's los. Euren Zugang schalten wir sofort frei und die OV kommt mit in den Urlaub. Zum Schluss noch zwei Veranstaltungstipps für diejenigen, die noch nicht so genau wissen, was sie am Wochenende machen wollen. Am Freitag startet das 5. Aftreit und Buten Festival am Hardensbergsee in Goldenstedt. Los geht es um 18 Uhr und es wird 5 Acts geben. Am Samstag treten dann 12 Bands auf 2 Bühnen auf. Los geht es dann um 13 Uhr. Und in Langförden wird am Samstag die neue Erdbeerkönigin präsentiert. Um 19.30 Uhr im Festzelt beim Gut Bohmhof. Danach folgen Live-Musik und eine Party. Am Sonntagnachmittag gibt es dann den großen Festumzug. Berichte zu diesen Veranstaltungen findet ihr am Montag in der OV.